wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Non-Farm Payrolls Live Trading mit Dirk Hilger. Dirk ist Deritrader-Erfinder, Trader und Freund des Hauses und ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wie immer wollen wir nicht so viel Zeit verlieren, aber der Risikohinweis ist wichtig. Und ja, es ist wichtig, dass Sie dieses Webinar bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Und Sie müssen bitte auch selbstverständlich Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, was Dirk uns heute zeigt. Ja? Prima. Dann, lieber Dirk, du kriegst jetzt den Bildschirm bei dir Monitor 2. Ich wünsche Danke, viel danke. Erfolg und viel Spaß. Danke, danke, danke. Du bleibst da, ne? Nee, ich bin schon weg und komme Oh. dann 1,5 Stunden wieder. Ah, jetzt geht's. Natürlich bleibe ich da. Ja, ist klar. Ach, jetzt geht das Ding hoch. Ich hab's gewusst. Ich habe vorhin noch geschrieben, ey, ich positioniere mich gleich mal long. Da hat er mich natürlich rausgeschmissen mit 10 Punkten oder so. Aber okay. Schauen wir mal. Nee, ist er Also, so, bei dann sage ich. 31.000 schon angekommen? Nee, noch nicht. Schauen wir gleich mal, was das wird. Gut, so, dann sage ich auch mal. So, Bildschirm ist ja da, ne? Ton ist auch da. Ich bin laut genug. Spätestens jetzt bin ich laut genug. Und dann sage ich an der Stelle mal Hallo und herzlich willkommen hier live aus Kalifornien zu den NFPs, beziehungsweise dem Live-Trading dazu mit meiner Wenigkeit, unserem Hauptdarsteller Nelson. Ja, da hinten, aber man sieht ihn noch, oder? Das ist also nicht hier der Nelson, der am Mikro, Nein, das ist ja gar nicht das Thema. Das ist selbstverständlich hier nicht. eine kleine Gummiente ist gemeint, die immer im Hintergrund sitzt, die uns hier immer die Stange hält zu den NFPs, zu den Webinaren. Ohne die geht hier gar nichts. So, also, wie immer gilt, nicht nachmachen, außer ihr könnt es nicht lassen, aber dann bitte nachher nicht schimpfen, weil das ist natürlich alles keine Empfehlung, was ich hier abgebe, ne? Sondern das sind halt Ideen, wie der Markt laufen könnte und NFPs, das kann schon mal ziemlich ruppig werden. Und von daher sollte man da auch entsprechend vorsichtig sein. So, Neues also ich gehe Hemd? gleich auf. Bitte was? Neues Hemd? Ach, das ist der. Ich habe jetzt zwei Hemden. Ich habe jetzt, ich konnte mir das jetzt leisten, auch mal ein zweites Hemd zu kaufen. Na, endlich. Ja, ich dachte, heute ist schönes Wetter, dann kann man ja mal ein Hemd anziehen, was so ein bisschen nach schönem Wetter aussieht. Ne? So, also ganz wichtig, ihr dürft immer Kommentare hier reinschreiben, ihr dürft auch meckern, ihr dürft auch erlästern, auch. Ihr dürft nur eins nicht nachträglich erklären, was ihr gehandelt habt, wenn ihr richtig lagt und ich falsch. Sondern es geht ja immer darum, dass man es halt irgendwie ja natürlich vorher sagt. Also ihr könnt gerne schreiben, wie ihr positioniert seid. Das wäre natürlich sehr interessant zu wissen und was ihr erwartet. Ne? Also das ist natürlich dann völlig okay. So, ich gehe mal direkt rüber aufs Bild, damit man mal sieht, was der Markt da treibt. Ich habe gerade vorhin noch in der Gruppe geschrieben. Ich gehe da mal long rein und guck mal, wie hoch ich komme und was ist. Ich bin natürlich rausgeflogen, habe den nämlich tatsächlich bald, also den Dow, ne? Den DAX lassen wir hier jetzt mal außen vor. Ich habe den Dow irgendwie long gekauft, hier bei 900, ja, tatsächlich hier und ganz genau da. Und dann hat er vorhin im M5 so eine blöde Biege gemacht und irgendwie das Bild mal kurz umgedreht und habe mich dann rausgekickt. Aber das kann ja nicht wahr sein. Ja, sonst wäre ich jetzt noch wunderbar hier dabei. Mit 30 Kontrakten war ich da drin. Ich fange auch gleich an zu heulen. Ich bin aber, wollte aber da auch jetzt eben nicht mehr einfach reinspringen, weil dafür ist es ein bisschen zu, gefällt mir. Nicht. Also generell, das könnte wirklich ruppig werden, die ganze Nummer hier, ja. Und mir gefällt das auch für Long noch gar nicht. Ne? Das ist eher so für mich erstmal Fallhöhe, die ganze Nummer hier. Und ich glaube, also ne, immer unter Vorbehalt. Also der Markt hat diese Woche eigentlich nur eine einzige Aufgabe. Und um das zu verstehen, und das wird auch heute, werden auch die NFPs daran nichts ändern. Die werden das nur in zwei Richtungen zerren. Entweder zuerst hoch oder zuerst runter. Und die Kasse wird es dann nachher halt richten. Und darauf würde ich einfach mal wetten. So, und worum? Weil, also grundsätzlich ist ja immer das, ich sage ja halt auch immer, und damit liege ich auch eigentlich immer richtig oder fast immer,
Der Inhalt von News ist völlig egal. Es ist auch egal, welche News wir heute haben. Nicht nach dem Motto handeln. Ja, gute Arbeitsmarktdaten also rauf, schlechte also runter. Das wird so nicht funktionieren. Das hat so noch nie funktioniert. Ich mache das hier seit 5 oder 6 Jahren jetzt hier bei FX Flat live jedes Mal. Und ich habe noch kein einziges oder vielleicht 3, 4 Mal danach gefragt, was denn jetzt eigentlich für News, also was da halt drin war, ob das jetzt irgendwie gut oder schlecht war, weil es eigentlich meistens egal ist. Und nur ne, weil, wenn das Ding dann halt hochgeht oder nicht hochgeht, obwohl gut, kann man nachher sagen, ja, war schon eingepreist. Und umgekehrt kann man dann sagen, ja, war ja gut, deswegen ging es hoch. Also irgendeine Erklärung gibt es immer. Deswegen halt besser nicht, ne? Also besser nicht nach Logik handeln. Hier schreibt jemand einen Ton, hat jemand ein Problem im Ton? Ich glaube aber, eigentlich sollte ich gut zu hören sein. Also, und deswegen gehe ich mal davon aus. Also, der Markt ist ja hier, also ich habe hier jetzt erstmal nur den H1. Ich muss mich hier so ein bisschen sputen. Wir haben nur noch 9 Minuten. Ach, hier oben stehen auch irgendwie so Kommentare von den Trades gestern. So, was fällt auf im Weekly? Darum geht's. Zumal wir heute Freitag haben und der Markt hier was versucht. Was versucht der Markt? Der Markt versucht hier über. Der 818 müsste es genau sein, darüber zu schließen. Das ist alles, was der heute können muss, ja. Also das heißt, es geht ja hier auch darum, den Markt zu reversen, also aus dem ursprünglichen Abwärtstrend jetzt mal ein erstes deutliches Zeichen zu setzen, dass der Markt halt gedreht hat. So, und dazu muss er eigentlich nichts anderes können, als hier über der alten Wochenkerze schließen. Und das heißt, ich wette drauf, dass wir heute auf jeden Fall die 818 nochmal sehen. Und das heißt dann halt auch, wir müssten eigentlich hier, also ob jetzt direkt zu den NFPs oder danach halt zur Kasse, eigentlich nochmal dahin. Und der Markt, und ich würde halt wirklich darauf wetten, dass sich die Köpfe einschlagen, ob das Ding jetzt über der 818 schließt oder darunter. Und die NFPs werden es halt einfach nur jetzt so ein bisschen beschleunigen und es wird einfach in irgendeine Richtung jetzt erstmal knallen. Es kann sein, dass es hochgeht, kann sein, dass es runtergeht. Das ist momentan, finde ich, sehr, sehr schwer abzuschätzen. Ich würde aber fast sagen, runter, weil er nämlich gerade irgendwie mit doch schlappem Volumen jetzt nach oben drückt. Das Volumen ist immer schlapp vor den News und wird halt, wenn die News dann halt losgehen, im Endeffekt dann halt nochmal dreimal schlapper. Und deswegen bewegt sich der Markt dann natürlich halt recht schnell. Was wir hier sehen im Daily ist vor allen Dingen halt hier oben SMA 20 fallen, ist ganz simpel, ja, wie immer. Kommt von oben runter, ging nicht drüber. Mein Short Entry war tatsächlich hier oben, ganz da oben, den habe ich auch noch. Habe den auch schon ein paar Mal skaliert und den bringe ich jetzt halt hier mit. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen unfair, ne? Weil das jetzt auch schon 2 Tage her ist. Aber das ist ja halt, wäre letzten Endes auch mein ganz normaler Handelsansatz. Also hier über die Hochs drüber und vor allen Dingen hier, was ja noch dazu kommt, was man ja hier sieht, ist eben halt da der ursprüngliche Support wird dann halt zu Widerstand. Das hat ja hier auch super reingepasst. Also das ist ja immer so mein Grundansatz. Da ich sage, was vorher supportet hat und dann verkauft wurde, wird dann nachher von unten angetestet, hat die gegenteilige Wirkung. So, das heißt aber auch, wir könnten auch schlimmstenfalls hier bis auf 563 da mal ganz reinlaufen und dann halt uns da oben einpendeln und von dort wieder runter. Wäre ein bisschen viel für heute, aber das wäre dann halt eher schon so ein Ding, dann müsste da hinlaufen, dann hier oben irgendwo stehen bleiben. Fände ich aber sehr, sehr befremdlich. Also unmöglich ist nichts, ja. Aber halt entscheidend ist ja halt für die Wochenkerze halt, wie gesagt, nur, dass wir über 818 stehen. Das ist von hier nicht wirklich weit entfernt. Es sind irgendwie 160 Punkte. In den NFPs ist das auch nicht selten mal eine Frage von 2 Minuten und dann ist das erledigt. Ne? So, das ist so mein Ansatz. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht man damit um? Wie kriegt man das Ding gefangen, auch zu den NFPs? Ich würde halt hier vielleicht tatsächlich ganz einfach hingehen. Und würde, also ich habe jetzt hier nochmal die Stunde, das sind ein paar Levels zu viel, das müsste ich mal, ursprünglich hatte ich das nämlich mal hier, Short-Term H1, hat, aber irgendwie sind da die alten Levels reingerutscht, warum auch immer. So, also das heißt, was mir jetzt hier noch auffällt im H1, ist eben halt auch, wir haben einen hängenden SMA 20, das heißt, der Trend ist eigentlich short. Da versucht er gerade über das hängende Ding drüber zu krabbeln, das sollte auch nicht funktionieren. Das heißt, ich gehe davon aus, außer er macht jetzt natürlich hier eine kilometerlange Kerze, dann biegt sich das nämlich alles hier ganz schnell nach oben und da hängt da auch nichts mehr. Will ich mal nicht hoffen, ja.
Aber so ein bisschen was nach hier oben sollte man ihm schon irgendwo erlauben. Ja? Also vielleicht hier in diesem Bereich. Das war halt gestern halt so die interessanten Zonen. Gestern waren halt hier dieser Bereich, also 079, also generell die 100 oder sogar oben die 234, 30, 234. Die hat gestern extrem gut funktioniert, sowohl zu den News, die wir da hatten, morgens zur Öffnung und später nochmal zur Kasse. Also das war halt auf jeden Fall der interessanteste Punkt hier gestern. Und da war halt auch mit sicherlich deutlich Volumen dabei. Warum nicht Long? Und beide, ach so, ja klar, Long und Short, ja. Also wollte ich auch gerade sagen, ich werde das vielleicht sogar genauso machen, schreibt nämlich hier die Annette. Das wollte ich nämlich tatsächlich auch gerade sagen, das wäre vielleicht sogar mein Ansatz, ja. Wobei ich von Long da jetzt noch nicht so überzeugt bin. Auch wenn der, wie gesagt, noch nach oben ein Stück weit kann. Was hier auch auffällt, ist übrigens, wir haben noch 3 Minuten, ist hier der Außenstab, ne? In dem wir gerade drin hängen, kann auch sein, dass er den einfach nur jetzt einmal kurz antestet. Ich gebe das hier auch gerade mal ins Live-Chart, damit wir da so ein bisschen Überblick haben. Und gucke ich mir mal an. Ich hänge hier so ein bisschen gestaucht im Stuhl. Genau, also ich habe halt wirklich auch überlegt, warum eigentlich nicht einfach Long und Short gleichzeitig. Ich habe hier noch den Short, den habe ich ja gerade vorhin erwähnt, ne? Der liegt jetzt natürlich extrem gut vorne, weil ich da gestern genau unten aufgelöst habe. Hier bei dem ersten Absager, da hatte ich ja geschrieben, hier in meinem Blog, da wollte ich hin. Das sieht man hier noch, ja, genau zu diesem Punkt. Da wollte ich hin, morgens im Blog schon. Da habe ich dann auch erstmal aufgelöst, fast alles und habe dann mit der Kasse hier oben nochmal reingegeben. Also die Hälfte von der Position oder 2 Drittel. Und deswegen liegt der natürlich jetzt erstmal gut vorne. Also mein rechnerischer Break-Even liegt hier bei 31.000. Also das werden wir halt nicht schaffen heute. Ne? So, deswegen bin ich mit dem eigentlich erstmal soweit happy und hoffe mal nicht, dass der jetzt zu weit da hochläuft, dass ich mir um den noch Sorgen machen muss. Weil ich würde halt schon gerne einmal nochmal runter in das Corona Gap. So, Corona Gap, die meinen Blog nicht kennen, ich werde da gleich nochmal was dazu erklären. Das war nämlich die perfekte Supportzone, bei der ich auch. Wann war das am Montag oder wann ja auch gesagt hat, das Ding kann von hier aus direkt auf 30.000 gehen. Das hat er auch gemacht. Das hatte ich morgens geschrieben. So, also, aber eins nach dem anderen. Ich muss jetzt gucken, ich mich hier nicht verzettle. Ich will ja schon versuchen, hier eine Position reinzukriegen, die mir auch möglichst nicht gleich um die Ohren fliegt. Und deswegen mache ich jetzt hier mal so ein bisschen still. Beziehungsweise nicht still, sondern versuche mich mal hier so ein bisschen auch jetzt auf den Markt zu konzentrieren. Ich habe jetzt auch den M5 jetzt erstmal. Also hier auch immer M5, da oben M15, H1 und dann hier der Daily. Hier ist so ein bisschen was verrutscht, sehe ich gerade. Gut, das sollte uns jetzt aber erstmal nicht stören. So, wie gesagt, die Überlegung war jetzt halt auch, ne? Ich habe, was man hier sieht, sind Außenstäbe, die habe ich mir mal wieder reingetan, weil man mit denen eigentlich sehr, sehr gut scalpen kann immer. Und das eigentlich eine recht verlässliche Geschichte ist. Also, der könnte jetzt hier ein bisschen nach oben. Hier haben wir dann aber auch so einen komischen Pivot, deswegen von Long. Ich weiß es nicht, ne? Also, ich wäre eigentlich schon fast eher ein Freund davon, halt, mich nach unten Short einstoppen zu lassen. Und dass wir zumindest mal halt hier die 891 nochmal holen. Das sind 100 Punkte runter. Nochmal hier in diesem Bereich, wo da unten der Markt gedreht hat, wo jetzt auch ganz simpel der Dings liegt der SMA 20 im H1. Die 5 Minuten drücken auch gerade hier so ein bisschen schon mal dagegen. Also ich würde mich den Spaß jetzt auch ein paar hundert Euro kosten lassen. Ne? Wenn es daneben geht, geht es daneben. Aber ich habe die letzten Tage wirklich so gut hier abgeschnitten. Ich würde mal sagen, das kann ich mir eigentlich nämlich leisten. Und hier das Risiko mal einzugehen und dann halt hier, falls er jetzt irgendwie runterkommt, ja, bisschen schlecht eingestoppt, aber grundsätzlich passt das. So, erstmal da runter. Ne? So, wo sind wir? Oh, ein Stück weit tiefer, passt doch. 700, schöne Nummer, schöne Nummer, sehr, sehr schön. So, zack und raus. So, also, wie gesagt, Long wäre ein Riesenfehler gewesen, sieht man ja auch. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Bewegung.
So, wie viele Punkte waren das? Ich traue mich gar nicht zu gucken. Das war ja schon schweinisch. 250 Punkte etwa, ne? 2.500 Euro. Ich will jetzt nicht hören, dass das jetzt nicht eine gute Bewegung war. Das war eine amtliche Bewegung. Das hast du gut gemacht, Nelson. Also, 2.500 Scheine. In wie viel Sekunden? Alter Schwede. Da ist, ich glaube, das war der beste NFP-Trade, den wir hier im Webinar jemals gemacht haben, ne? Aber so, damit ist die Sache dann auch jetzt eigentlich schon fast gegessen. Ich muss jetzt selber mal kurz Luft holen. Aber das war halt, ja, ich sag jetzt einfach mal danke, Marc, ne? Aber das war auf jeden Fall, also auch danke auch nochmal Annette an die Erinnerung, ne? Das war das Corona-Gap, ja, das kann tatsächlich sein, ne? Ich gucke mit, nee, noch nicht, oder? Da fehlt noch ein Stückchen für runter. Da gucken wir aber gleich nochmal, wo das war. Corona-Gap ist noch ein bisschen tiefer. Das war eher genau das, was ich im Blog geschrieben habe, ne? Also erstes Target ist die 29.600. Das hatte ich im Blog geschrieben. Das wäre die erste Anlaufstelle. Kann man nachlesen, hatte ich heute Morgen geschrieben. Dass es halt im Daily halt einfach das nächste Target ist. So, das hat jetzt, der wird die auch noch fertig machen, ne? Das heißt, wir stehen jetzt hier nochmal irgendwie 200 Punkte höher. Ich will aber jetzt hier nicht nochmal reingehen. Warum soll ich mir den jetzt nochmal versauen? Also das ist halt Quatsch, ne? Ich bin ja echt extrem gut da unten rausgekommen. Und wenn man unbedingt will, kann man das natürlich versuchen. Was ist das denn für ein lustiges Gebilde hier? Ne? Obwohl ich jetzt hier echt so nicht, also das war schon ordentlich Slippage. Da darf man jetzt aber nicht FX Threat dafür böse sein, sondern das ist ja dem Markt geschuldet, weil das Volumen einfach wahnsinnig dünn wird. Ne? In so einem Moment. Aber es war, also es gibt mehrere Gründe, warum ich da halt jetzt nicht long gehen wollte. Weil was man halt, wie gesagt, immer sieht, vor NFPs, generell vor News, ist der Markt ja immer eher dünn, schlapp. Das heißt, also es geht wenig Volumen, läuft halt durch den Markt und wenn er dann halt zum Beispiel schlapp hochdrückt, und das hat er heute Morgen gemacht, da war ja nichts dahinter, ja. Und auch vorhin der Long, das war ja halt nur, deswegen, weil natürlich halt vor den News ziehen halt ganz viele Positionen dann halt eben auch raus. Und das heißt, wenn man da halt dann mit, zum Beispiel, wenn der Markt eher short ist und man löst halt langsam auf, nur mal als Beispiel, weil die Trendrichtung ist ja short, dann steigt der halt einfach, aber eben mit schlappem Volumen. Und sobald dann natürlich halt ein bisschen mehr Volumen kommt und dann knallt die ganze Geschichte natürlich runter, ne? Und das ist natürlich halt, völlig normal und liegt in der Natur der Sache. Was man jetzt hier machen kann, wenn man möchte, wie gesagt, das ist keine Empfehlung, wird jetzt natürlich auch umso schwerer. Das hier war jetzt für die ganz schnellen die Nummer. Aber wenn man jetzt natürlich halt irgendwie hier dran anknüpfen will, dann würde ich hier halt einfach wirklich so SMA 20, M1 oder irgendwas im Auge behalten. Der hängt jetzt aber auch immer noch, ne, 200 Punkte höher. Das heißt, hier haben wir jetzt erstmal Gezerre. Relevante Punkte sind natürlich, deswegen hängt er auch hier gerade Vortagestief, ne? So, dann als nächstes die Kassaeröffnung von gestern. Das heißt, wenn man jetzt hier irgendwie guckt, das zum Scalpen, sucht man sich am besten wirklich Punkte im Daily aus oder halt eben hier im M1. Und also hier shorten bin ich natürlich zu spät, ne? Aber generell macht das schon Sinn, wenn er von hier nochmal ein Stück weit runterdrückt. Dann wird er aber auch nicht ganz durchkommen, wird nochmal nach oben laufen und wird sich dann halt immer höhere Punkte suchen und der Schluss wird dann halt eben ganz unten enden. Das wäre halt so jetzt ein typisches Verhalten, wie der Markt das jetzt während News macht. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Stück weiter gelaufen, als ich selber gedacht hätte. Ich wollte ja irgendwie hier nur an den SMA 100, SMA 20 hier im H1, tiefer wollte ich ja erstmal gar nicht. Und habe so ein bisschen die 600 vergessen, aber bin dann natürlich dankbar, dass er das jetzt direkt mal angesteuert hat. Auch wie gesagt, wenn da unten noch ein Stück fehlt, noch ein kleines, aber nicht mehr viel. Das werden wir höchstwahrscheinlich noch, also entweder jetzt noch zu den NFPs selber, das halt noch da fertig machen, oder halt eben nachher mit der Kasse. Ne? So, also, wer war dabei? Wer hat es getraut? Der Norbert, sehr gut. Lutz, auch gut. Yay. Hey. Schön, ja, mein Gott, ja, das ist ja richtig gut. Da haben wir alle Geld verdient, so wie ich das sehe, ne?
Sehr, sehr, sehr Alle cool. dieselbe Idee gehabt wie du. Alle dieselbe Idee. Ja, das liegt ja auch daran, wenn wir einfach die geilste Gruppe hier sind und einfach alle halt einfach gute Ideen haben. Anders kann man das ja nicht sagen. So. Ja, auf jeden Fall, ich bin natürlich gerade sehr zufrieden mit dem Trade. So, hier, der passt natürlich jetzt auch, ne? Ein bisschen übertreiben hier in der M5 ist jetzt fertig, drückt jetzt nochmal runter. So, könnte tatsächlich nochmal funktionieren. Ich bin auch so ein bisschen geneigt, hier nochmal auf den Knopf zu drücken. Muss ich ja echt gestehen. Einfach nur für ein paar Punkte, aber ich meine, das ist jetzt halt so ein bisschen Gezerre. Wenn, dann würde ich, glaube ich, eher versuchen, das zum Ende vom M15 dann halt hinzukriegen. Ne? Aber er will hier halt auch nicht so wirklich weiter. Ne? Und so könnte man, wenn man das jetzt machen wollte, dann aber eher auch hier, ne, unter der VA, also unter der Value Area, dort nochmal irgendwie Short einstoppen oder so und dann halt mit dem Druck, mit dem Ruck darunter gehen. Weil wir haben hier vor allen Dingen im M5, also da nicht mit 10 Punkten Stopp, ne, das kann man natürlich vergessen. Wir haben hier im M5, ich mache den weg, komm, ich will lieber noch ein bisschen was erklären. Also, wenn man das machen will, hier per Stopp rein, ne, dann natürlich gehört der Stop-Loss da oben drüber. Und dann darf der M5 jetzt einmal hier nochmal möglichst bis darunter drücken, ne? Weil es ist ja gerade erst 5 Minuten alt, die ganze Geschichte. Und man sieht auch, ne, auch hier der erste Rücklauf wird direkt wieder runtergedrückt, ne? Also für ein paar Punkte reicht das, kann man auf jeden Fall so machen. Aber ist auch keine Empfehlung, ne? Das ist ganz klar. Trotzdem wäre das jetzt so mein Scalping-Ansatz, ne? So, ich, aber wie gesagt, ich bin hier, muss ich hier mal einblenden, das Ding. So, da fast da unten genau, fast am Low da unten raus mit 245 Punkten. So, hier mal ein bisschen angeben für die, die zu spät dazugekommen sind. Einmal von ganz oben bis einmal nach ganz unten. Obwohl ganz oben stimmt nicht, sondern es war ja halt hier rein. Nur irgendwie bei knapp über der 900, da haben natürlich schon so ein paar gefehlt, also irgendwie 40 Punkte Slippage, aber gut, damit kann man leben. So, Herr Thorsten, sag doch mal was zu den Zahlen. Ich kann zu den Zahlen nur sagen, ich bin Daytrader, ja. Die Zahlen sind für mich nicht wichtig. Also der Norbert darf sie mir gerne mit, der Norbert, sag ich. Der Nelson darf sie mir gerne mitteilen, die Zahlen, aber der Inhalt ist einfach beim Daytrading halt wirklich nicht wichtig. Ne? Und es geht ja immer nur darum, dass der Markt halt eben dann die Chance hat, seine Ziele voll zu machen. Was, sowas handle ich nicht, sagt die Tanja. Ist Glücksspiel 50-50. Ja, dann würde ich aber mal dir empfehlen, mal die letzten 5 Jahre NFPs anzugucken. Und dann reden wir nochmal drüber, ob es Glücksspiel ist. Ich weiß, das sagen, also jeder, der sagt, das ist Glücksspiel, ja, sorry, da muss ich jetzt mal ganz klar sagen, der weiß nicht, wie News funktionieren. News sind kein Glücksspiel. Also wenn man sagt, News sind Glücksspiel, dann weil man es selber nur, weil man es selber nicht einschätzen kann. Aber ich mache das hier ja wirklich jedes Mal. Und von daher sagt er dann auch immer, Glück ist Können. Sondern ich habe es, wie gesagt, erklärt, ich habe es auch schon ganz oft erklärt, warum, weshalb, wieso News und wie sie funktionieren. Und man kann das schon handeln. Weil wenn es ja nicht so wäre, ja, dann muss man sich ja mal fragen, wo kommen denn die Bewegungen her? Ja, wenn sich angeblich alle aus dem Markt rausziehen, wer macht denn dann die Bewegung? Da müsste ja eigentlich so sein, dass zu News ja gar nichts passiert und dann halt letzten Endes der Markt stillsteht und danach sich alle so langsam wieder einfinden in den Markt, ja. Das ist aber halt nicht der Fall, sondern es ist ja so, dass dann halt bei News, und das sind ja auch nicht 5 Kontrakte, die hier gelaufen sind, das sind ist ja schon, ich weiß jetzt nicht, wie viele, vielleicht kann der Martin dazu was sagen, der ist ja irgendwie hier dabei. Und vielleicht kann der ja mal irgendwie da mal reingucken, was da jetzt an Volumen durchgeballert wurde. Ne? Also es das heißt, ja klar, es sind dann halt Algos, die sind natürlich ein bisschen schneller, aber auch die kann man lesen. Ne? Und vor allen Dingen ist es ja nicht irgendwie hier Pillepalle. Das ist auch nicht irgendwie Hinz und Kunz, irgendwie als Retail-Trader, der hier mal irgendwie 3 Futures geschickt hat. Das sind schon Instis. Ne? So. Und die denken sich ja was dabei. Und man kann ja so ein bisschen immer versuchen, denen halt auf die Schliche zu kommen, auf die Spur zu kommen.
Und eben dann herauszufinden, wie die ganze Nummer funktioniert. Ach, übrigens hier der Short, den ich vorhin gesagt habe, ne, hier im Rücklauf M5 drückt runter. So, wenn ich ihn drin gelassen hätte, da war der Entry, ne, hier unten unter der VA 9,5 bis 30 wären jetzt schon nochmal 60 Punkte, ne, übrigens. So, aber wie gesagt, ich wollte es nicht mehr machen. Und der drückt auch ganz runter. Also das ist hier, würde ich jetzt hier auch behaupten, im M5, der drückt jetzt einmal ganz runter, macht ein neues Tief und dann gucken wir weiter. Also 600 sind auf jeden Fall, was heißt auf jeden Fall, aber sehr, 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 sehr wahrscheinlich, ja, ist das halt hier das eigentliche Ziel, wo der hin will. Nicht der Pivot, sondern die 600. Dann meinte er auch gerade noch die, weiß ich nicht, wer es nochmal war, bei 600 Long. Ja, also es kann sein, dass die Kasse das dort macht. Ne? Also ich geh jetzt erstmal zurück aufs andere Bild nochmal, damit man es hier mal im Daily auch mal nochmal sieht. Also. So, ich weiß schon gar nicht mehr genau. Es waren hier einfach die Hochs, aber soweit ich weiß, im H1 eingemessen. Ja, also daher die 29.600. So, was wir halt generell halt haben. So, gucken, war das jetzt hier schon der Peak von der langen Kerze? Wahrscheinlich noch nicht ganz, ne? Ah, doch, das kommt schon hin. Auch hier. Ah, das macht auch Sinn. Ja, okay. Also, wir haben, das ist halt hier diese Ausbruchskerze vom Montag. Das war die Geschichte hier, ja. So, jetzt einmal von oben getestet. Das ist völlig okay, ist aber wahrscheinlich ein bisschen zu knapp. Also da fehlt halt schon noch ein bisschen was. Da kann der schon noch mal ein bisschen deutlicher halt rein. Also generell hat das Ding hier gefehlt. Also ich habe ja auch irgendwie letzte Woche noch, Quatsch, diese Woche noch gemeint, das ist ein Squeeze. Also da fehlen halt diverse Korrekturen. Da kann ich einfach komplett da oben weiterlaufen. Und auch irgendwie gestern oder wann war das, am Dienstag, ich weiß nicht mehr, gesagt oder geschrieben. Der Markt, also es gibt auch keinen Sinn, dass der jetzt einfach da oben weiterläuft. Ja, also habe ich auch gesagt, ich glaube nicht, dass wir noch mal irgendwie neue Hochs sehen diese Woche, sondern das reicht eigentlich, ne? Weil es hat eben, wie ja gerade gesagt, geht es halt einfach für den Markt nur darum, über der 818 irgendwie zu schließen. Da stehen wir jetzt mal kurz 100 Punkte drunter. Das ist ja halt auch noch nichts. Das heißt, wenn die Kasse jetzt als Beispiel nachher, wenn die eröffnet und drücken erstmal runter, dann ist es wahrscheinlich Poker. Ja, das heißt, also die suchen dann halt nur innerhalb von dieser Aufwärtsbewegung, die wir halt hier haben, ne, also das Ding hier, da wird der Korrekturpunkt gesucht, weil wir schieben ja eigentlich nur seit Dienstag hier in diesem Ding halt hin und her. Ne? Und das heißt, wenn man jetzt hier auch einfach mal Fibos ansetzt, habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Aber es wird höchstwahrscheinlich auch dazu passen, das, was wir jetzt gesehen haben. Mal gucken, wo stehen wir da? Ja, das sind ziemlich genau die 61, die er jetzt da gerade gemacht hat, vom Dienstag, ne? Weil so gesehen ist ja halt vorgestern, die ganzen Tage, gestern, vorgestern, heute, ist ja alles nur Geschiebe da drin. Das heißt, das war jetzt schon mal ein sauberer Korrekturpunkt. Da würde ich jetzt mal ganz profan hingehen und würde mir jetzt als nächstes die 76 holen. Und ich habe halt hier nur die Farben so ein bisschen komisch eingestellt, sonst kann ich das ein bisschen genauer sagen. Und ich fürchte, wenn ich hier meinen Monitor aufzoome, ich könnte natürlich die Farben auch umstellen, aber es dauert so lange. Ich habe nur ein bisschen Angst, was dann mit dem GoToWebinar-Bild passiert. Seht ihr da einen Unterschied gerade im Bildschirm? Nee, ne? Bei euch sieht alles gleich aus, oder? Okay. Ah nee, das war schon die 76er Korrektur. Okay. So, macht aber nichts, ist ja halt auch viel zu einfach. Weil es soll ja halt grundsätzlich nicht einfach sein, sondern ich würde das hier eher sogar sehen, dass wir das einmal kurz nach unten sogar vielleicht ausreizen. Und dann aber davon ausgehen, dass er schon nochmal zurückzieht. Weil wie gesagt, er wird versuchen, nochmal irgendwie an die 818 da oben dran zu kommen. Und egal, was die Kasse dann halt macht. Ne? Und das wäre so mein Ansatz. Ja, übrigens, der Short wäre jetzt dann 100 Punkte vorne, so wie ich das sehe. Ne? Den ich gerade nochmal beschrieben habe, den Skype. Ja, DAX, ne? Parallel sehe ich ja auch gerade, hat sich ja nicht so wirklich gelohnt. Also ist ja Dow natürlich wesentlich interessanter für die NFPs.
So, Corona Gap, das ist die Geschichte hier unten. Dafür mache ich den jetzt mal groß, damit man da auch mal versteht, was da eigentlich los ist. Also da hatte ich ja auch die ganze Zeit in meinem Blog. Also wenn mein Blog nicht liest, den würde ich mal wirklich gerne empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen, weil halt das immer schon, behaupte ich doch mal, eine ganz gute Vorlage ist, Vorgabe, was der Markt denn macht. Und natürlich liege ich auch mal daneben, aber halt nicht so oft. Und hier bei dem Corona-Gap, das hatte ich die ganze Zeit thematisiert. Ich habe ja auch einen Short von ganz oben damit runtergebracht, auch gesagt, bevor wir da nicht waren, passiert da nichts. Ja, das sieht alles, was nach Reversal aussieht, ist keins. Und Corona-Gap, das war jetzt für mich die erste relevante Anlaufstelle, wo ich auch gesagt habe, da kann er auch gerne mal irgendwie drehen. Und das war jetzt halt diese Woche. Wir sind dann am Freitag genau da unten drauf gestrandet. Corona-Gap deswegen, weil das war das Gap, das entstanden ist, bevor es zu Corona gecrashed hat. Ja, kann man hier kurz zeigen, da sieht man es wahrscheinlich noch. So, da war das. Da ging der Corona-Crash los im Februar 2020. Ne, genau hier. Und dann hat es 10.000 Punkte nach unten gerauscht etwa. Ne? So, und das ist natürlich halt mega interessant für den Markt. Also generell beim Dow halt immer Gaps sind, also gerade das natürlich das Markanteste überhaupt, ja. Und das wurde dann auch hier irgendwie mit Hängen und Würgen dann auch irgendwann wieder gekauft und dann auch nicht mehr großartig rückbestätigt in der ganzen Aufwärtsbewegung. Und deswegen war das natürlich jetzt super interessant, einfach nach dem gleichen Ansatz wieder, ne? Dass das halt eben dann auch mal von oben nochmal bestätigt werden muss. So, der Dow, der Short. Der beschriebene, hier, guckt es euch an. Ich habe gesagt, einmal ganz runter. So, und das hat er auch gerade gemacht. Also Glückwunsch, wenn den gemacht hat. Das waren nochmal, wie viele Punkte waren das? 200 Punkte, ne? Ja, ne? Passt. Passt doch. Wer hat den gemacht? Ich habe ihn ja gerade beschrieben hier oben. Mit Entry, mit Stop, mit allem drum und dran. Nur nicht mehr nochmal gehandelt. Sehr schön. Zweite. Ja, super. Ja, ich hätte ihn normal auch gemacht, ne? Nur ich muss ja halt hier irgendwie auch gleichzeitig ein bisschen was erklären und habe ja den ersten schon. Und von daher, das passt jetzt erstmal. Wo kommt die 615 her? Habe ich die gerade eingezeichnet oder habe ich gerade irgendwie. War die vorher schon da? Oder habe ich die gerade gemalt? Ich bin manchmal von mir selber überrascht. Oder irritiert. Nennen wir es mal lieber so. Nee, jetzt mal ernsthaft, die Linie hier, die sieht so frisch aus. War die da schon? Und wann habe ich die denn gezeigt? Habe ich die im Webinar gezeichnet oder war die hier schon da? Das ist wirklich Oh, nicht mehr. das kann ich dir tatsächlich jetzt auch nicht sagen. Oh. Nee, wie gesagt, ich hätte ihn normalerweise auch nochmal zusätzlich gemacht, weil der halt einfach wirklich auf der Hand lag. Der war schon da. Aber Jetzt erinnere ich mich. ja, krass. Okay. Nein, Da ich wollte habe dann es ja genauer gesehen. hin. Na ja, gut. Ne, aber wie gesagt, ich will ja auch hier ein bisschen was erklären noch und nicht nur handeln. So, ich würde jetzt aber dann auch mal was anderes machen. Ich würde nämlich dann wahrscheinlich jetzt meinen Short Swing, Moment, wo ist er denn? Den würde ich hier auch mal kurz ein bisschen enger absichern, weil für mich ist das hier eigentlich nämlich dann so doch schon recht gut erreicht, alles da, wo ich hin wollte. Wo ist er? So, also. Der liegt ja auch ganz nett vorne. Da hätte ich auch nichts dagegen, wenn der noch ein paar Punkte draufsetzt. Und mal gucken. Vielleicht gibt es irgendwie da noch so einen Abschlussimpuls nach unten. Und dann kann man den nämlich eigentlich auch, würde ich den nämlich erstmal dicht machen. Weil viel tiefer muss der jetzt nicht mehr. Wie gesagt, 600 ist relevant im Daily. Ein kleiner Spike nach unten und dann kann das Ding auch gerne versuchen, mal irgendwie umzudrehen. Das wäre so mein Ansatz. Viel mehr muss der eigentlich nicht mehr machen. So, den habe ich halt auch deswegen gestern aufgemacht. Also der kann natürlich auch nochmal komplett runter irgendwie ans Gap, also ans Corona-Gap, wäre aber für meine Begriffe jetzt eigentlich so ein bisschen too much. Also wenn er zumindest, wenn er das irgendwie in einer Bewegung halt macht. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch einen kleinen Schuss hier runter. Wenn nicht. Dann halt eben auch gut. Aber dann würde ich dann auch jetzt langsam wirklich
aufpassen mit Short. So, ich glaube, es ist aber auch ganz nettes Ergebnis hier. 10.000 Euro für den Trade. Gut. So, dafür war er ja gedacht. Also, ne, ob das Ding jetzt komplett runterwandert oder nicht, weiß ich ja natürlich nicht. Aber generell, wie gesagt, zählt eigentlich nicht, ne? Aber ja. Gut, gut. So, bin ich denn endlich los? Ich bin immer froh, wenn ich irgendwas los bin. So, irgendwie die langen Dinger sind immer ein bisschen schwierig. So, 18 Kontrakte, 18.000 Kontrakte in der ersten 4,5, 4.500. Ja, also ich habe, der Martin hat gerade geschrieben. Weil ich ja vorhin gesagt habe, ne, da wird ja schon Volumen durchgeballert, ne, durch die Geschichte hier. Und ja nicht wenig. Und es waren also erst, der Martin hat gerade geguckt, es waren 4.500 Kontrakte im YM. So, was haben wir im YM normalerweise am Tag an Kontrakten? Kann man hier irgendwie auch mal gucken. Also muss ich noch aufpassen, es kommt hier irgendwie 1 Million Trades. Die muss ich mal kurz wegmachen. Damit das hier nicht irgendwie alles zu sehr dann dagegen drum. In der Zeit kann ich mal zwei Fragen hier beantworten. Also die Ja. erste Frage, es wird eine Aufzeichnung geben, sofern die Technik mitmacht. Und die zweite Frage, wurdest du gefragt nach deinem Blog? Ich habe mal den Link freundlicherweise mal in den Chat für alle reingestellt. Ja, sehr schön, danke. Das ist nett. Ja, wie gesagt, ne, ich bespreche ja die ganzen Geschichten in meinem Blog halt immer. Also das hier ist, was jetzt passiert, ist für mich Übertreibung. Ne? Das ist wahrscheinlich, vermute ich mal, so ein bisschen zu sehr auf die Kacke gehauen gerade, aber trotzdem würde ich jetzt nicht auch nicht unbedingt long direkt dagegen halten. Ne? Aber der ist hier eigentlich so langsam an der Grenze. Also im Daily dürfte demnächst eine Reaktion kommen. Also das heißt im Daily, ne? Auf den Daily bezogen. Man sieht ja auch hier gerade, ne? Also, er fängt sich schon an zu wehren hier unten, ne? Zieht mal eben da 40 Punkte aus dem Stand ein paar Sekunden hoch, ne? Also man sieht schon, irgendwas passiert da. Deswegen bin ich auch mit dem Short da jetzt erstmal raus, komplett. Ja, zack. So, was haben wir da? Also 150.000 habe ich gerade gesehen, ist irgendwie gerade wieder weg. 150.000 Kontrakte den ganzen Tag über und wir hatten gerade irgendwie zu den NFPs in einer Minute 4.000, so 4.500. Da kann man sich ja dann ausrechnen. Also wenn da jemand sagt, da sind irgendwie alle draußen aus dem Markt, da kann man sich ja mal überlegen, wie das denn sein kann, ne? Wenn wir dann irgendwie in ein paar Sekunden 4.500 Kontrakte haben, was 3% vom ganzen Tagesvolumen sind. Von dem üblichen Handel. Das ist ja nicht wenig, ne? Wo der Markt normalerweise dann irgendwie 14 Stunden oder wie lange auch immer dann Zeit dafür hat. Um das nur nochmal zu unterstreichen. Ne? Gut. Also, wo war ich gerade? Gerade so ein kurz bisschen Faden verloren. Du hast mal gesagt, dass die blauen Linien zur Beschleunigung. Die blauen, nee, die orangenen eigentlich eher, ne? Also orange ist halt immer Volumen. Also hier war gerade die Frage, nach welchen Linien. Also da, wo Volumen ist, halt einfach, sollte man einfach damit rechnen, dass gerade bei News dann auch Volumen dort nochmal reinkommt. Und aber nicht unbedingt dann halt eben in die Richtung, in die Gegenrichtung, sondern eher dann halt in die Richtung selbst, wo der Markt halt läuft. Das wird man wahrscheinlich jetzt im DAX gut sehen. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Wo ist er? Bei der 410. Ja. Ich habe jetzt natürlich hier, ja, ist so ein bisschen tot. Ne, die ist so ein bisschen kaputt gehandelt. Also da ist er zumindest mal nicht ganz durchgespiked, sondern hat sich direkt wieder drauf gehievt. Aber gut, sieht man jetzt nicht so gut hier. Aber das ist natürlich einer von den Punkten. Aber irgendwann sind die auch mal kaputt gehandelt, die Dinger. Beziehungsweise dann halt auch mal uninteressant, weil es dann irgendwie jeder mitbekommen hat. Also vermute ich halt einfach mal so. Also, DAU, wie gesagt, gucken wir uns mal den H1 an. Damit wir jetzt mal irgendwie auch eine Idee kriegen, was der Markt nachher noch machen könnte zur Kassaeröffnung. Ein bisschen genauer. Ich habe ja gesagt, ich würde tippen, der stänkert jetzt da unten noch ein bisschen rum. 600 ist im Daily relevant.
Beziehungsweise natürlich auch der Spike, den wir eben gehabt haben. Ich sollte hier, glaube ich, wirklich mal aufräumen. Weil jetzt rechnet der sich jetzt hier gerade zu Tode, bis irgendwie alle Nummern nochmal da sind und dann reagiert sie wieder. Vorher passiert hier nichts. Ja, dauert einen Moment. Gehe ich nochmal rüber auf den anderen hier. Dann nehmen wir uns doch einfach den hier. So. Also, 533 wäre bei mir jetzt halt auch nochmal ein auffälligeres Cluster. Also hier sind so ein paar Levels zu viel, sorry dafür. Das ist eigentlich ein altes Bild. Das ist eigentlich nicht das, wie es sein sollte. Was man aber jetzt schon mal sieht hier im H1, ist, dass er immer wieder über die 600 zieht. Ne? So, und da war ja vorhin die Frage, dort long. Das Ding ist immer das, ne? Der Markt dreht in der Regel nicht einfach um, rennt dann weiter. Ich würde hier schon irgendwie mal ein bisschen abwarten, bis der sich da unten halt mal beruhigt hat. Und solange dann halt eher immer noch shorten, bis halt eben tatsächlich irgendwann mal halt einer durch die Decke geht. Und dann halt dann eher nicht mehr. Das heißt, der kann hier noch so ein bisschen stänkern dann auch eben, wie gesagt, wenn die Kasse nachher kommt, die wird sowieso übertreiben. Das machen die ja immer wieder gerne. Und das heißt, auch vom Bild her wäre es ja ungewöhnlich, wenn man so eine Kerze hätten, dann die nächste einfach hier ansetzt und dann da oben raufläuft. Ne? Also ich würde auch nicht weiter unbedingt als 818 denken. Wie gesagt, das ist vor Wochen hoch. Und aber da kann man, glaube ich, dann halt heute noch so ein paar Mal hinhandeln. Das würde auch heißen, ich würde vermuten, wenn dass die Kasse nachher halt wirklich hingeht und hier irgendwo in dem Bereich halt hier irgendwo ansetzt. Möglicherweise halt eben aber auch im Open vom Dienstag, was ich jetzt hier leider gerade nicht sehe. Mal gucken, wo das ist. Das sieht voll aus wie der Messi-Chart hier. Die 423 etwa in dem Bereich, okay. Das wären halt nochmal 200 Punkte runter. Mal gucken, ob man es irgendwie darstellen kann. 423, ja, das ist ja genau das, was ich hier gerade meinte, ne? Also hier in diesem Bereich. So, da irgendwie. Da müsste eigentlich dann halt irgendwie dann auch mal langsam Schluss sein, weil dann wären wir nämlich unter dem Tief vom Dienstag, in dem wir uns ja gerade hier bewegen. Da glaube ich jetzt nicht dran, dass er einfach so da durchläuft. Es kann ja sein, dass er da rein spiket, ja, aber der wird nicht einfach da durchlaufen und dann da unten stehen bleiben. Das wäre dann doch eher selten. Das heißt also irgendwie sowas in der Richtung, ja, hier irgendwie so rein und dann halt irgendwie dann halt später wieder hoch. Und dann halt zur 818. Wo sind wir? Da hier oben, dann eben in dem Bereich. Da wäre dann halt auch wahrscheinlich nachher der SMA 20. Das passt dann halt auch wieder. Der ist aber dann natürlich jetzt völlig egal, sondern da geht es wirklich um die Vorwoche. Also das so ungefähr, ja. Pi mal Daumen, das wäre so meine Einschätzung. So, wer bei der 600 Long gegangen ist, hat ja dann auch tatsächlich schon, oder dort, wo ich gesagt habe, oder wo ich Short aufgelöst habe, ne? Unter der 600. Dort habe ich Short aufgelöst und wie man sieht, war ich da nicht der Einzige. Da sind auch andere drauf gekommen mit den größeren Päckchen. Das war auf jeden Fall, glaube ich, sinnvoll. Auch wenn der jetzt hier unten ein bisschen rumstänkert, aber das heißt erstmal nichts. Auch wenn man sich das jetzt mal anguckt von dem Gedanke, boah, das ist schon ein bisschen, sieht schon ein bisschen unordentlich aus hier, ne? Das ist echt so der reinste Messi. War auch schon mal Also, anders bei dir, Herr Hilger. ja, das liegt wirklich daran, weil hier ist so ein altes Setup reingerutscht, was da eigentlich gar nicht hingehört. Und daher kommt es halt leider. Und so, ich habe es jetzt aber gerade mal ausgeblendet alles. Also, wenn man sich das jetzt mal halt mal anguckt vom Trend her. So. Beziehungsweise lassen wir sogar den auch mal weg. Zumindest mal der Daily ist ja eh klar. Ne, weg. Lässt sich nicht ausschalten. Ah doch, da ist er noch. So. Einfach mal von dem Gedanken vom Cluster. Der Markt läuft da gerne in Cluster rein. Hier haben wir ja eindeutig ein Cluster auch. Ne? Das heißt, also hier oben war mehrfach Widerstand. Ne? Auch hier kläglich gescheitert und dann wurde das Ding gekauft und jetzt laufen wir hier rein.
Also in den ehemaligen Widerstand. Auch von dem Gedanken her passt das ja auch, dass der hier, dass das jetzt erstmal ein Punkt ist, der jetzt erstmal halt hier angelaufen und korrigiert wird. Das macht total Sinn, weil da ist er halt eben durchgelaufen. Ich weiß nicht, ist der Uwe dabei? Das war jemand, der war auch im Seminar letzte Woche dabei und da haben wir das Thema nämlich auch nochmal besprochen. Das war so der erste relevante Korrekturpunkt, ne? Weil hier, also eigentlich ist die Farbe ja hier falsch. Eigentlich muss man das Ganze ja so sehen, dass nämlich hier eben, das war halt ein Widerstandsbereich. So, der wurde dann halt hier an der Stelle gekauft und da ist halt aus dem Widerstandsbereich dann jetzt ein Supportbereich geworden. So, das heißt, so muss man das Ganze eigentlich dann halt jetzt sehen, damit man es mal ein bisschen besser versteht, ne? So, und da ist er halt einfach durchgelaufen. Und ohne Korrektur, das funktioniert natürlich nicht, ne? Weil so ein Ding muss halt immer, das ist halt, also auch wenn ich sage muss, ja, aber manche Sachen funktionieren halt. Und so ein Punkt wird halt, der muss getestet werden, sonst läuft das da, kommt das da oben einfach nicht weit. Und wenn dann natürlich sowas Passendes in die Quere kommt, wie ein SMA 20 im, hängend im Daily, dann ist das natürlich der willkommene Umkehrpunkt, von da erstmal hierhin zurückzulaufen. Und da mal zu gucken, war das hier ernst gemeint, ja. So, und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Kasse da jetzt einfach drunter läuft und da drunter schließt, weil das hier hat die Kasse gemacht. Das war also nicht irgendwie nur so ein Future-Anstieg, sondern das war schon von der Kasse fabriziert, die Nummer hier. Und deswegen wäre das total plausibel, wenn die zwar jetzt hier nochmal ein bisschen pokern, ne? Also nochmal ein paar Positionen irgendwie rauswerfen, ist ja halt eben dann auch so, dass die Kasse jetzt mit einem ordentlichen Downgap aufmacht wiederum. Also das Kasse, vom Kasserschluss gesehen. Und auch von daher würde es Sinn machen, wenn da erstmal ein bisschen Reaktion nach unten kommt und dann man sich da unten wieder einfängt und dann halt vielleicht auch erst zum Abend hin wieder da hochzieht. Ne? So. Was dann jetzt aber dann halt im Nachhinein wird, lässt sich für meine Begriffe super schwer sagen. Also ich weiß ja nicht, ob der Markt jetzt über 818 schließt im DAU, also über der Vorwoche oder eben nicht. Keine Ahnung, ja. Ich habe ja keine Glaskugel. Also darauf sollte man aber, so finde ich, ganz genau achten. Weil wenn er das nicht macht, dann haben wir ein Problem, beziehungsweise wir nicht. Wir sind ja nur Daytrader, aber dann geht es mit den langfristigen Positionen, denen geht es dann möglicherweise an Kragen. Ich weiß, wir haben Saisonalität momentan Richtung Jahresende hin, die halt auch ge sehr, sehr gerne halt immer nach oben läuft, aber eben auch nicht immer. Das ist schon klar, ne? Also das heißt, genau darauf achten, weil daran wird sich meines Erachtens dann nachher auch entscheiden, ob wir halt dann bis Weihnachten rauflaufen und erstmal irgendwie fröhliche Weihnachten haben oder dann oder doch nicht, ne? Also das ist, wie gesagt, momentan nicht einzuschätzen. Ich bin ja immer ein Freund davon zu sagen, so okay, ich lege mich fest bei den NFPs. Bei den letzten habe ich es, glaube ich, auch gemacht. Wahrscheinlich war da auch das Corona-Gap schon ein Thema, wo ich gesagt habe, dass das Ding eigentlich dahin laufen muss, bevor es mal irgendwie korrigiert. Und da hatten wir, glaube ich, auch schon das Thema irgendwie mit Oktober und Saison und so weiter. Ich weiß es jetzt, will mich aber jetzt nicht festlegen, ob es NFP-Webinar war oder ein anderes Webinar, wo ich das erklärt habe. Aber ich habe das schon erklärt. Also auch in Verbindung mit der Saisonalität und auch in Verbindung mit hier 28.000 irgendwas, wo dann auch jemand gemeint hat, ja, aber wir haben doch Ende September oder wir haben September und es geht doch jetzt eigentlich hoch. Wo ich dann noch gesagt habe, guck's dir an, das passt. Ja. Und so, aber daran wird sich die ganze Geschichte dann aber eben entscheiden. So, also Kasse habe ich erklärt, was ich der Meinung bin, was nachher die Kasse machen wird. Ich hoffe, das war verständlich, also noch ein bisschen runter, aber dann halt eben in dem Bereich dann wieder hoch. So, wenn aber der Markt es jetzt nicht schaffen sollte, komme ich ein bisschen raus, wenn der Markt es aber nicht schaffen sollte, hier über der 818, also hier dieses gestrichelte, nicht gestrichelte Ding, Moment, wieso ist es nicht gestrichelt? Eigentlich sollte es doch gestrichelt sein. Hier liegen zwei übereinander, oder? Ah ja, guck. So, also wenn er es nicht schaffen sollte, darüber zu schließen, dann sehen wir höchstwahrscheinlich nächste Woche relativ zügig nochmal den Bereich hier. Und dann gibt es womöglich dann irgendwie einen zweiten Versuch. Dort hatte ich aber auch geschrieben, mir fehlt eigentlich eine Korrektur bei der 28.000.
bei der 29.100 irgendwas, ja. Also kann natürlich auch sein, dass die heute noch kommen, aber es fand ich so ein bisschen too much, ehrlich gesagt, ne? Also das wäre auch irgendwie für nächste Woche noch denkbar. Also wenn wir jetzt einfach erstmal in dieser Aufwärtsbewegung schließen und dann nächste Woche trotzdem noch und dann aber unter der 818 bleiben, und dann nächste Woche nochmal runterlaufen, 29.100 und dann mal sehen, was wird, ja. Dann gibt es nächste Woche nochmal eine Chance, irgendwie darüber zu schließen. Aber schließen wir darunter nächste Woche tendenziell eher nach unten. Gut. So, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Was hat es mit dem SMA 20 auf sich? Das habe ich gefühlt eine Million Mal schon erklärt. Auch in diesem Webinar schon. Also simpler Ansatz, aber ich habe es auch auch letzte Woche in Frankfurt beim Live-Trading auch, habe auch danach gehandelt, ist auch aufgegangen. Also nicht einfach am SMA 20 irgendwie Long oder Short reingehen, darum geht es gar nicht, ja, sondern eher in Verbindung damit, egal in welcher Timeframe, dann eher versuchen halt Wendepunkte halt ausfindig zu machen, die halt dazu passen. Und wenn ich halt bei so einem Ding, wo ich halt hier zum Beispiel halt dann noch einen Peak habe und ich habe es ja gerade vorhin auch gezeigt, warum hier oben, das Bild jetzt nicht mehr auf, aber da habe ich ja vorhin auch eine rote Zone hier eingezeichnet. Und das hat einfach super zusammengepasst. Und wenn dann so ein hängendes Ding da runterkommt, plus eine rote Zone, also plus, wie jetzt hier, ein ehemaliger Support, der plötzlich zum der verkauft wurde, das Prinzip ist immer das Gleiche, nämlich die Wirkungsumkehr. Und wenn das dann zusammenpasst, gibt es überhaupt gar keinen Grund mehr, warum das Ding da oben weiterlaufen soll. So, was das Gap ist bei 926. Also die großen Jungs haben auch den SMA 20 eingezeichnet. Das weiß ich nicht, ne? Keine Ahnung. Aber es ist halt so ein ganz, ganz simpler, uralter Ansatz, würde ich mal behaupten. Einfach 20, warum auch immer 20 Tage. Gut, das ist ein Monat im Endeffekt, ne? Aber halt, weiß ich nicht, ja. Aber halt, es ist einfach nur so ein Indiz. Also generell kann man ja auch sagen, so ein gleitender Durchschnitt ist ja nichts anderes als ein durchschnittlicher Trend. Ja? Also wenn man so will, mehr ist es ja nicht. Es ist halt irgendwie so, daran erkennt man den eigentlichen Trend, wo das Ding halt eigentlich so Pi mal Daumen hinläuft. Ne? Also von daher ist es ja erstmal nicht ganz falsch. Ne? Und dass der da irgendwie komplett chaotisch plötzlich am Durchschnitt vorbeiläuft, das macht der Markt in der Regel halt nicht. Ne? Deswegen finde ich den jetzt nicht so doof. 20 Tage sind ein Monat, ja klar, sicher. Ne. Der Bollinger, ja, das stimmt ja so auch nicht, ne? Also wenn man die Bollinger auf 20 einstellt, ja, habe ich aber zum Beispiel nicht. Ich habe die anders eingestellt. Und das ist ja nur so ein Standardding, ne? Aber Bollinger, gut, ist aber halt auch immer die Frage. So. Weiß ich, also ich weiß nicht, wie man danach handelt. Ich finde, das geht anders, einfacher und besser. Ohne Bollinger, aber so SMA 20, so das Einzige, was ich halt wirklich drin habe, ne? Als irgendwie, das ist so ein Pi mal Daumen, so eine Trendanzeige für mich, ja. Und den Rest mache ich dann halt eben, wie ich ja gerade auch gezeigt habe, nochmal mit der Wirkungsumkehr. Und damit kommt man ja eigentlich zurecht. So, aber die Stunde ist jetzt ohnehin auch um, also nochmal hier zusammengefasst für die, die jetzt ein bisschen später dazugekommen sind. Das war der Trade eben. Ja, da ist er. Ja, einmal von ganz oben nach ganz, nicht ganz oben, aber fast ganz oben. Auf jeden Fall direkt bis in den Peak da unten rein. Das war der Live-Trade, ja, den ich ja hier eben aufgemacht habe, um ein paar Sekunden nach News und von daher natürlich mehr als zufriedenstellend mit dem Ergebnis 245 Punkten und mit 10 Kontrakten halt natürlich dann entsprechend das Ergebnis. Das passt. Gut, so, ich für meine Begriffe heute sehr, sehr happy. Ich hoffe, ihr auch. Der SL, wo lag der nochmal bitte? Den SL hatte ich auf 50 Punkte pauschal eingestellt eben. Ne? Aber den Short danach habe ich ja auch nochmal erklärt und da war der SL sogar enger. Ne? Also von, wo war das hier? Wo ich gesagt habe, da kann man rein bis da runter. Das waren ja auch nochmal 200 Punkte. Und da war der SL nur, ja doch, wow. Ja, nicht ganz, doch auch so 50 Punkte SL. Also mit weniger braucht man denn bei der Vola dann auch nicht unbedingt zu machen. Alright.
Gut, also, danke, 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 dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe man auch gesehen. Ich bin ja vorhin bisher mal kurz die Luft weggeblieben, ganz am Anfang. Ich dachte, kann ja nicht sein, dass es mal unkompliziert läuft und dann auch mal richtig gut und ich auch noch sauber rausgekommen bin. Und ja, mehr kann ich jetzt auch, gibt es auch nichts dazu zu sagen, glaube ich. Ist auch alles erklärt, was nachher die Kasse macht, was möglicherweise jetzt eben auch die nächsten Tage und Wochen passiert oder beziehungsweise wovon es abhängt. Ich hoffe, wie immer, ihr konntet was damit anfangen und sagt dann einfach mal an der Stelle schönes Wochenende. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wann ist das? Nelson? Nächste Live-Trading ist übernächste Woche Dienstag, Live-Training ne? übernächste Woche. Montag ist Helpdesk. Montag ist Helpdesk. Bin ich Montag überhaupt da? Irgendwas war am Montag, da klingelt irgendwas bei mir, aber ich ist ja Ich will gut, dich haben, aber kein Problem. unverdammt. Alright. Gut, also ich sage Dankeschön, der Nelson hat wie immer gerne das letzte Wort und bis zum nächsten Mal. Freue mich. Ja, vielen Dank, lieber Dirk. Glückwunsch. Ich freue mich sehr für dich, dass ja, Trading heute erfolgreich war. Und natürlich auch Glückwunsch an alle, die ebenfalls heute oder eben Erfolg hatten. Natürlich aber auch ein riesen Dankeschön, dass Sie teilgenommen haben, dass Sie Interesse hatten und Ihre Zeit hier investiert haben. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag und ein schönes Wochenende. Wie gesagt, am Montag Helpdesk. Ansonsten in eineinhalb Wochen, Dienstag, 8:45 Uhr, dann hier wieder mit Dirk Live Trade. Bis dahin, passen Sie auf Ihre Positionen auf und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.